dass in der Kommunalpolitik Menschen sich Gedanken darüber machen, im Kommunalwahljahr 2020, ob sie für ein Kommunalparlament kandidieren wollen oder ob sie es sich und ihrer Familie nicht mehr zumuten können. Dann hat das sehr konkrete Auswirkungen auf unsere Demokratie. Und dann ist dieser Ausdruck, ein Angriff auf unsere Demokratie, auch keine hohle Phrase mehr. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass diese Einschüchterungsversuche von Rechtsextremen keinen Erfolg haben. Auch in den Verbänden stellt sich die gleiche Frage, wenn Umweltschutzverbände oder auch wenn Kirchen unter Druck gesetzt werden, dass sie bestimmte Positionen nicht einnehmen sollen. Auch dann müssen wir uns vor sie stellen. Das ist das, was unser Haus diesem Land nach draußen signalisieren muss. Wir stehen für eine wehrhafte Demokratie, die die Menschen schützt, die sich dafür einsetzen. Wir Grüne wollen auf Landesebene eine Stelle einrichten, die eine juristische Beratung für Kommunen macht in dem Themenfeld Rechtsextremismus. Wenn es zum Beispiel vor Ort rechtsextreme Immobilien gibt, wie gehe ich dann als Kommune damit um? Aber auch natürlich, wenn ich eine juristische Beratung als Kommune brauche, wenn mein Bürgermeister bedroht und angegriffen wird. Das Opfer von rechter Gewalt proaktiv über die Beratungsangebote von Opferberatungsstellen informiert werden sollen, so wie das bei Opfern von häuslicher Gewalt ja heute auch schon gemacht wird. Dass wir den regelmäßigen Austausch der örtlichen Staatsschutzbehörden mit den mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus brauchen, auch um gemeinsam regionale oder lokale Gefährdungslagen zu identifizieren und als Polizei Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Und wir können nie eine hundertprozentige Sicherheit garantieren, das ist ja völlig klar. Aber was wir garantieren können, meine ich, ist, dass die demokratischen Parteien zu 100% solidarisch sind gegenüber Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber auch gegenüber allen anderen Personen, die aufgrund ihres Engagements für Flüchtlinge, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund ihrer Religion zur Zielscheibe von rechtsextremem Hass werden. Wir haben Sie eingeladen als demokratische Fraktion. Lassen Sie uns darüber diskutieren, damit wir konkret werden und damit wir diesem Hass Einhalt gebieten.